In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den größten gemeinsamen Teiler zweier verschiedener Zahlen bestimmen könnt. Und zwar machen wir das mit dem sogenannten euklidischen Algorithmus. Erstmal müssen wir überhaupt die Frage klären, was ist eigentlich ein größter gemeinsamer Teiler? Abkürzen kann man das Ganze mit GGT. Und wir können da vielleicht einfach mal ein Beispiel machen. Nehmen wir zum Beispiel den größten gemeinsamen Teiler von 10 und 15. Das ist einfach die Zahl, durch die wir beide teilen können. Das ist in dem Fall die 5 zum Beispiel und eben die größte, durch die wir beide teilen können. Also der größte gemeinsame Teiler von 10 und 15 wäre 5. Wie können wir das jetzt aber bestimmen, wenn wir das jetzt nicht hier sofort wissen oder sehen, sondern eben ausrechnen müssen? Es gibt da eben zum einen Aufgaben, wo wir wirklich solche Zahlen haben, wie zum Beispiel größter gemeinsamer Teiler von 10 und 15. Das Ganze kann man dann aber auch noch mit Polynomen machen. Und es geht auch noch ein bisschen schwieriger, wenn ihr das mit Polynomen im Restklassenkörper oder sowas macht. In diesem Video zeige ich euch jetzt aber einfach mal, wie ihr es mit Zahlen macht. Morgen kommt dann ein Video, wo ich euch zeige, wie es mit Polynomen geht. Und übermorgen seht ihr dann ein Video, wo wir Polynome im Restklassenkörper davon den größten gemeinsamen Teiler bestimmen. So, um das jetzt mal klar zu machen, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, aber mit Zahlen ist es einfach so ein bisschen, finde ich, am deutlichsten. Wenn wir also zwei Zahlen haben, zum Beispiel schauen wir uns einfach mal die Zahl 24 an und die Zahl 32. Und wir wollen jetzt wissen, was ist der größte gemeinsame Teiler von den beiden. So, dann können wir die ja theoretisch mal also durcheinander teilen. Ihr kennt ja dieses Dividieren mit Rest. Also unsere 32, da geht die 24 einmal rein. So, jetzt ist die Frage, wie viel bleiben dann übrig? Dann habe ich 32 minus 24, das sind also noch 8 übrig. Das ist also 24 mal 1 plus 8. Hier habe ich mal 1 stehen, weil wenn ich mal 2 gemacht hätte, wäre ich ja schon bei 48. Das heißt, dann wäre das schon zu viel gewesen. Also ich kann das mal hier als Nebenrechnung hinschreiben, wie ich da drauf komme. 32 geteilt durch 24, das ist ja eben, da geht die 24 rein, also 1. Übrig bleiben 8, also habe ich 1, Rest 8. So, kommen wir also auf 24 mal 1 plus 8. So, jetzt haben wir hier die 8 übrig. Jetzt ist der nächste Schritt, den wir schauen. Wir nehmen jetzt hier unsere 24 und schauen, wie oft die 8 da reinpasst. Und ihr wisst, 24, das ist 8 mal 3. Das heißt, hier bleibt dann sogar kein Rest übrig, also das ist dann ohne Rest. In dem Fall, wenn wir keinen Rest mehr haben, sind wir fertig. Und wenn wir fertig sind, dann wissen wir, dass das hier, was hier steht, unser größter gemeinsamer Teiler ist. Also der größte gemeinsame Teiler von 24 und 32 ist die 8. Warum ist das so? Das Ganze können wir hier theoretisch auch umschreiben. Also wir hatten ja hier geschrieben, die 32 ist gleich die 24 mal die 1 plus 8. So. Und jetzt wissen wir ja, die 24, das ist 8 mal 3. Das heißt, ich kann das umschreiben. 32 ist gleich 8 mal 3 mal 1. Plus 8 und dann kann ich ja die 8 hier ausklammern, dann steht da 8 mal 3 plus 1 oder anders geschrieben 8 mal 4. Und in die 24 passt sehr logischerweise die 8 auch rein, weil das haben wir hier in dieser Zeile bestimmt. Machen wir noch ein Beispiel mit zwei anderen Zahlen. Und zwar wollen wir jetzt den größten gemeinsamen Teiler von 7 und 36 bestimmen. Dann können wir das wieder schreiben, also 36 ist gleich, wie oft geht die 7 da rein? Wir haben ja 5 mal 7, das gibt 35, also haben wir 36 ist gleich 7 mal 5 plus 1. Weil ja wieder als Nebenrechnung 36 geteilt durch 7, das ist 35 durch 7, also 5, Rest 1. So, jetzt machen wir hier wieder weiter. Also wir haben gesehen, das ist 7 mal 5 plus 1. Jetzt haben wir hier die 7 stehen. So, und jetzt haben wir hier unseren Rest, also der Rest 1. Wie oft geht die 1 da rein? Ja klar, das ist 1 mal 7. Also ist unser größter gemeinsamer Teiler die 1. Und wenn wir das Ganze wieder andersrum aufschreiben wollen, dann können wir wieder schreiben, 36 ist gleich 7 mal 5 plus 1 ist gleich 1 mal 7 mal 5 plus 1
ist gleich einmal so 7 mal 5, das sind 35 plus 1 sind 36. Und unsere 7 haben wir da oben gesehen, ist also 1 mal 7. Die 1 ist also der größte gemeinsame Teiler.